Willkommen zurück beim DLC Grubbins on Ice. Wir müssen immer noch dieses Buch finden. Ach, wir sind jetzt hier. Ach so, jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Wir müssen jetzt also erstmal wieder Pirat werden. Und wieder in die Höhle eindringen. So. Also, nochmal los. So, da oben ist wieder Schutt. Und rechts nicht. Und unten auch nicht. Gehen wir mal da durch. Ist das jetzt neu? Ich glaube ja. Okay, helles Licht, das kriegen wir doch hin. Ein Auge. Das ist wahrscheinlich jetzt der Hinweis für den Weg. Gut, dann müssen wir hier wohl nach links. Kein Buch, verdammt. Ah, jetzt geht's hier also lang. So, irgendwelche Augen mit XX, das wäre oben. Er guckt in die Richtung. Oha. So, da wechsle ich aber wieder mal zum Piraten. Attacke! Der ist schon mal weg, sehr schön. Der ist ja fast down, da brauchen wir jetzt nicht mehr aufschlagen. Yeah! So, mal gucken. So.
glaube, hier müssen wir lang. Sehr gut. Und jetzt nach unten, so wie es aussieht. Und da ist doch hoffentlich jetzt das Buch drin versteckt. Yeah! Hier ist ihr schimmliges Buch. Es war eine echte Plage, es zu finden. Ihr habt es gefunden. Schnell, lass mich gucken. Wow, das ist noch besser, als ich gedacht hätte. Erlaubt mir, euch diese Passage als Belohnung vorzulesen. Was ist klein und grau und beißt in Steine? Bah, können Sie jetzt Belohnung nicht einfach das Tor für uns öffnen? Ihr wisst es nicht, es ist der kleine graue Steinbeißer. Hahaha, dieses Buch wird uns bestimmt helfen, die Moral zu stärken. Wir haben das alles für ein blödes Witzbuch durchgemacht. Witze sind die Grundlage unseres Erbes. Wenn euch das nicht gefällt, zwingt euch niemand hier zu bleiben. Deswegen gehen wir jetzt auch. Tschüss. So, wir haben ja genug Süßigkeiten wieder. Das haben wir auch erledigt. So. Süßigkeiten sind fast alle, aber dafür haben wir auch nur noch zwei Kartenscheine, die wir kaufen können. Und es wird winterlich. Der Kultist ist als erstes dran. Tschüssi. So, nur noch er ist übrig. Level A! Feind oder Freund? Ich denke, dass ich mich mehr auf den Yeti mit dem Yeti fest befassen würde, wenn ich Kinder hätte. Ein Kind. Dieses Kostüm ist so peinlich. So, was hat er denn für eine Aufgabe?
Hey, sind Sie der Älteste hier? Stimmt's? Können Sie Ihren Hebel umlegen, damit wir durch das Tor kommen? Jeder weiß, dass ich das Tor bis zum Ende des Yeti-Fests nicht öffnen kann. Wie lange müssen wir denn warten, bis wir mit dem Feind der Yetis fertig sind? Nun, einmal in 3 Jahren kommt der Yeti aus seiner Höhle, um 3 weitere Jahre des Wohlstands anzukündigen. Aber dieses Mal ist er nicht gekommen. Nachdem Araxia jetzt schon an der Macht ist, ist das für uns nur noch ein weiterer Dämpfer. Vielleicht hat er ja verschlafen oder sowas. Der Yeti ist vieles, aber unpünktlich bestimmt nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Also, wie wäre es, wenn wir die Sache mit dem Finiti klären und sie öffnen gegen das Tor? Wenn ihr dafür sorgt, dass der Yeti sich zeigt, werdet ihr ein offenes Tor vorfinden. Ein Yeti kommt sofort. Okay, Yeti also. So. Tschüss. Die sind ja jetzt auch Level 13, oh Mann. Ach, verdammt. Das ist bestimmt die Yeti-Höhle da unten. Oh, bitte keine Wache. Bestimmt folgt jetzt wieder ein Kampf. Oder auch nicht. Mensch, keine Kämpfe mehr hier in den Häusern. Was ist denn hier los? So, ein Apfelspiel also wieder. Da kommt der Yeti wohl raus, normalerweise. Upsala. So, dann gibt es hier erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze B, danke mich. Bis dann.